Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Knapp 2,5 Jahre sind seit der Landtagswahl 2018 vergangen. Seit der Zeit, als wir nach 10 Jahren harter Oppositionsarbeit zur Freien Wähler Regierungsfraktion wurden. Wir befinden uns also in der Mitte der Legislaturperiode. Deshalb ist unsere Fraktion heute turnusgemäß zur Neuwahl des Fraktionsvorstandes zusammengekommen. Über das Ergebnis freue ich mich sehr und gratuliere zur Wiederwahl sehr herzlich meinen Stellvertretern Kerstin Radler, Gabi Schmidt und Johann Häusler. Neu dabei ist unser haushaltspolitischer Sprecher Bernhard Pohl. Dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Joachim Hanisch danke ich herzlich für seine engagierte Arbeit der vergangenen Jahre. Auch unser parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring wurde mit sehr gutem Ergebnis bestätigt. Landtagsvizepräsident Alexander Holt bleibt uns in bewährter Weise als beratendes Mitglied erhalten. Und natürlich freue auch ich mich riesig über das große Vertrauen unserer Abgeordneten in meine Arbeit als Fraktionsvorsitzender. Ich verspreche euch, in diese Aufgabe, die mir so viel Freude bereitet, werde ich auch in den kommenden 2,5 Jahren all meine Energie stecken. Denn es gibt viel zu tun. Wir müssen die Pandemie so schnell es geht überwinden und so viele Arbeitsplätze in Bayern retten wie nur möglich. Die Menschen in Bayern wollen, dass das Impfdebakel endet, dass die Politik ihren Job macht und es Perspektiven endlich auch für Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Hotellerie gibt. Ihnen allen sei gesagt, wir Freien Wähler stehen bereit. Und wenn Corona endlich überwunden ist, wird uns der Kampf gegen den Klimawandel mehr beschäftigen, als uns lieb sein kann. Die Zeit drängt. Und doch gab es heute eine weitere gute Nachricht. Stefan Wefelscheid, der Landesvorsitzende der Freien Wähler Rheinland-Pfalz, hat uns im Maximilianeum besucht. Erst am vergangenen Sonntag ist er mit seinen Mitstreitern und einem Superwahlergebnis von 5,4% in den rheinland-pfälzischen Landtag eingezogen. Und dazu haben wir ihn herzlich beglückwünscht. Jetzt wollen wir der ersten Landtagsfraktion der Freien Wähler in Mainz beim Aufbau helfen und hatten deshalb gleich ein schönes Geschenk für ihn. Den Wortlaut unseres Gesetzesentwurfs für ein Lobbyregistergesetz, auch in Bayern. Denn unter dem Eindruck der unschönen Vorfälle im Deutschen Bundestag ist unser Koalitionspartner nun zu Verhandlungen darüber mit uns bereit. Diesen Rückenwind wollen wir nutzen. Wäre doch schön, wenn die Freien Wähler Rheinland-Pfalz diesen neuen Schwung auch in die Landespolitik zwischen Trier und Mainz brächten, oder? Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.